Hallo und Servus zum versprochenen Modliste und Grafik-Settings-Video. Ja, es hat etwas länger gedauert, bis dieses Video endlich veröffentlicht wurde. Angekündigt hatte ich es ja bereits mit Mai, doch leider ist es bei mir beruflich und zeitlich sich nicht ausgegangen, dieses Video früher für euch zu produzieren. Jetzt ist es aber endlich soweit, das Video ist da. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich zeige euch zuerst im Workshop meine ganzen Mods, anschließend entführe ich euch wieder zurück in die Stadt Karolinenburg und zeige euch dann noch meine Grafik-Settings bzw. erkläre euch kurz etwas zu meinem System. In diesem Sinne, jetzt kommt der Cut und wir sehen uns im Workshop. So ihr Lieben, willkommen in meinem Workshop und gleich am Anfang die gute Nachricht, die gesamte Kollektion findet ihr, indem ihr einfach dem Link in der Videobeschreibung folgt. Damit könnt ihr euch in Ruhe noch einmal alle Mods ansehen und oder durchlesen, wenn ihr etwas genauer wissen wollt, das ich euch jetzt nicht so erklärt habe. Ja, damit möchte ich auch gleich anfangen. Die erste Mod auf meiner Liste ist die 81 Tiles Mod von Bloody Penguin. Jeden sollte sein Begriff sein. Es ermöglicht ganz einfach, die gesamte Karte zu spielen. Die nächste Mod auf der Liste ist der Advanced Stop Selection. Früher war es die Multi-Train Station Enabler, also MTSE, auch von Bloody Penguin. Damit konnte man einfach bei Bahnhöfen, die mehrere Gleise hatten, sagen, wo und welches Gleis in Betrieb ist. Und diese Mod ist etwas erweitert, indem ich explizit sagen kann, also nicht nur welcher Bahnsteig, damit ich das jetzt richtig sage, sondern auch ich kann explizit sagen, welches Gleis. Ich kann ihn auch wirklich, wenn ich will, umlenken, zum Beispiel auf dieses Gleis da drüben. Gut, Advanced Toolbar sollte vielleicht an jeder ein Begriff sein. Es ist ganz einfach leichter, seine Sachen zu sortieren, weil man bekommt hier unten ein kleines Symbol, ein Minus oder ein Plus, und somit kann man das von dieser Einzelreihe, die man ja gewohnt ist, auf diese große, ja, auf dieses große Bild umändern. Advanced Vehicle Options, ja, so wie der Name schon sagt, es ist einfach möglich, den Fahrzeugen verschiedene Sachen zu ändern, verschiedene Werte zu ändern an den Fahrzeugen, ob die Fahrzeuge überhaupt spawnen dürfen, welche Farbe die Fahrzeuge haben sollen, welche Kapazität, welcher Preis, zum Beispiel auch für Tickets und dergleichen. Airport Roads, ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen, das ist einfach eine erstellte Mod von SamsMTS, damit man seinen eigenen Flughafen mit Runways oder mit Taxiways gestalten kann. Ja, der Ambient Sounds Tuner ist ein sehr hilfreiches Tool für alle, denen der wunderbare Sound in-game von City Skylines nicht mehr gefällt, denn damit kann ich mir selbst einstellen, beziehungsweise es gibt auch verschiedene Soundpacks dazu, in denen ich mir einstellen kann. Ich glaube, es gibt amerikanische, es gibt englische und ich will jetzt nicht mehr sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was es noch alles gibt, aber damit ist es möglich, ganz einfach verschiedene Sounds für verschiedene Gebiete, für Kommerzialgebiete, also Commercial-Gebiete, für Industriegebiete, für Wohngebiete einfach zu ändern. Any Road Outside Connections, wie der Name schon sagt, es ist eine Mod, die es ermöglicht, das Bild spricht mehr als 1000 Worte, ich kann damit jede Straße als Outside Connection verwenden. Jede Gleistype, jede Straße, egal ob es eine zweispurige Straße ist, eine Einbahnstraße ist, was auch immer, ich kann damit alle Straßentypen zu Outside Connections generieren. Ja, der Catenary Replacer, so wie der Name auch hier schon sagt, es ist ganz einfach, damit ich die Strommasten der Gleise entweder komplett verschwinden lassen kann, also sprich, wenn ich quasi nur Dieselloks in Einsatz haben möchte, oder aber auch zum Beispiel von den, ja, das Bild, ich hoffe, das Bild könnt ihr jetzt sehen. Man kann zum Beispiel, hier gibt es zum Beispiel eine holländische Version der Strommasten für den Zugsverkehr. Was gibt es noch? Ja, ihr könnt das Ganze zum Beispiel auch in dem alten Stil machen. Also Catenary Replacer ersetzt ganz einfach die In-Game-Strommasten durch eine gewisse Anzahl an Packs, die zur Verfügung gestellt wurden. Citizen Lifecycle Rebalance Version 2.3. Ja, diese Mod ist wirklich sehr interessant. Ich habe sie selbst erst vor kurzem kennengelernt, aber sie ist wirklich Gold wert.
Wenn es euch schon mal aufgefallen ist in euren Städten, ihr habt ja sozusagen Schulkinder, ihr habt Jugendliche, ihr habt Erwachsene und ihr habt Senioren. Ja, nur wenn ihr es genauer betrachtet, dann habt ihr eigentlich nicht so viele Schulkinder und nicht so viele Senioren, weil entweder sind die Schulkinder sofort Jugendliche und werden erwachsen oder die Senioren verrecken einfach, verzeiht mir den Ausdruck, und sind einfach nicht mehr da. Diese Mod erhöht, oder ich will jetzt nicht sagen erhöht, sondern der Lebenszyklus wird einfach etwas verlängert. Das heißt, es ist genug sind genug Schulkinder in euren Städten unterwegs. Das heißt, ihr könnt auch zuschauen, wie die in die Schule gehen, wie die auch dann auf die höhere und weiterbildenden Schulen gehen. Genauso wie sich auch die Pensionisten tummeln. Und nicht, wenn ihr mal endlich einen Pensionisten seht, dass er dann schon bei der nächsten Kreuzung wieder von einem Leichenwagen abgeholt wird. Ich kann die Mod nur empfehlen, kostet fast keine Ressourcen. Und also ich habe jetzt 97 Mods installiert und das war jetzt, glaube ich, die 97. Ich kann mich nicht beschweren, dass es da irgendwie zu einer Performance-Einbußung gekommen ist. Clouds and Fog Toggler, ja, ist schon wie der Name sagt. Ich kann damit die Wolken, ich kann damit den Industrierauch, ich kann damit den sogenannten Seitennebel oder diesen Kriegsnebel, wie man in gewissen Spielen sagt, man ja Kriegsnebel dazu. Ganz einfach, wenn ich einen Bereich nicht sehen soll von der Karte, dann ist der ja durch so eine Art Nebel verdeckt. Das kann ich damit alles deaktivieren und somit habe ich eine wunderschöne offene Karte und werde nicht durch irgendwelche, ja, wie soll man jetzt sagen, neblige Gebiete da aus meinem schönen Screenshot herausgerissen. Crossings. Crossings ist eine sehr hilfreiche Mod, wenn ich lange Straßen habe, doch aber den Fußgängern eine Möglichkeit geben will, über die Kreuzung zu kommen. Die Bilder, ihr habt es ja gesehen. Wo kann ich sie überall einsetzen? Eigentlich nahezu auf allen Straßen. Ich habe bis jetzt noch kein Problem gehabt, es irgendwo zu platzieren. Genauso mit Ampel oder ohne Ampel oder wo größere Straßen sind, werden Ampeln generiert. Es ist oft ein recht nettes Gimmick. Wenn man wirklich eine lange Straße hat, dann wünscht man sich ja selbst als Fußgänger, da kommt auch endlich mal eine Ampel hoffentlich. Und somit kann man da ein bisschen Realität in seine Stadt bringen. Custom Name List. Custom Name List ist eine wahnsinnsgute Mod. Diese Mod ermöglicht nämlich, die gesamten Straßen, Bezirke und was haben wir noch, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, in diesem Fall sieht man es hier nur mit dem Namen der Straßen, aber man kann damit, lest es euch selbst einfach durch, nahezu alles verändern. Man kann Gebäude verändern, man kann die Straßen verändern, man kann die Bezirksnamen, also die Stadtteilnamen verändern. Man gibt sie quasi, verändern im Sinne von, man gibt sie quasi in das Textdokument ein. Und diese Mod verwendet es dann. Und somit kann man von diesen, ich meine, wenn ihr es nicht verwendet, die Mod, ihr müsst es ja nicht verwenden, aber mich hat es einfach gestört. Ich habe eine Straße gezogen und das war dann die Jeffersonstraße. Dann habe ich wieder eine Straße gezogen und das war dann die Maria-Straße. Und dann habe ich wieder eine Straße gezogen und das war dann die Peter-Freeway. Und das ist mir irgendwie sehr auf die Nerven gegangen. Und dank dieser Mod habe dazu selbst ein Skript geschrieben. Das zeige ich euch dann etwas später unten, ist auch auf der Modliste drauf. Das ersetzt wirklich alle Straßen mit den 5400 Straßennamen aus Wien. Es sind alle Wiener Bezirke dabei, es sind alle Wiener Straßennamen dabei. Von Plätzen bis Gassen. Bis Stiegen, alles, was das Herz begehrt. Decal Propfix ist das nächste auf der Liste. Mit dieser Mod ist es möglich, größere Decals und Props zu setzen als die vom Spiel vorgegebenen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß sie sind, aber es ist damit möglich, ganz einfach größere Decals, größere Props im Spiel zu platzieren. Mehr macht diese Mod nicht, es ist einfach für die großen Decals und Props. Disabled Zone Check, ja, das ist eine interessante Mod, die ermöglicht es nämlich, wenn ihr eine Straße baut oder wenn ihr eine Straße, wenn ihr ein Haus auf einer Straße baut und das nicht in diesem Zone, in dieser Zoning drinnen ist, dann verschwindet das Haus bzw. wird entweder wird es verlassen oder das Gebäude wird einfach ja, es baut sich zurück, es verschwindet ganz einfach. Mit Disabled Zone Check verschwindet dieser Check, ob dieses Gebäude im Zoning drinnen steht und ihr könnt somit diese fabelhaften Konstrukte bauen, wie ihr es hier seht. Ein absolutes Must-Have für den Schönbau, um selbst Gebäude so zu platzieren, wie man möchte. Dynamic Resolution, ja, eine sehr gute Mod, um ganz einfach die
das Anti-Aliasing etwas zu verbessern. Im Spiel ist es ja sehr bescheiden mit dem Anti-Aliasing. Mit dieser Mod ist es möglich, das Ganze hochrechnen zu lassen. Dann wird das Ganze wieder runtergerendert und ihr habt ganz einfach fabelhafte Kanten, keine Treppenbildung mehr, keine Stufenbildung mehr in den Gebäuden, in den Straßen oder in sonstigen Objekten. Elevated Stops Enabler, wie der Name schon sagt, es ist möglich, auf erhöhten Straßen einfache Haltestellen zu bauen. Autobushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen, alles auf erhöhten Straßen möglich. Ohne dieser Mod wäre es nicht möglich. Ja, für den Schönbau sage ich jetzt mal auch nicht zu verachten, dieses Tool. Emergency Light Changer, ja, der Name sagt alles. Es wird ganz einfach, dass im Spiel in-game das Blaulicht bzw. das Rot-Blaulicht, wie es ja ursprünglich amerikanisch ist, wird einfach ersetzt durch Blaulichter und so ermöglicht das Ganze eine schönere Farbgebung. Ja, wir sind in Europa, ich spiele gerne im europäischen Stil, das wisst ihr ja mittlerweile, und ich mag zum Beispiel kein blaues und rotes Licht, ich mag nur blaues und blaues Licht. Environment Changer, Improved Team Selection, ja, was kann man damit machen? Man kann damit ganz einfach, wenn ich beginne auf einer europäischen Karte zu spielen und ich möchte das Ganze ein bisschen in das Winterthema verwandeln, dann kann ich, bevor ich die Karte lade, mit diesem Environment Changer umstellen auf Winter und siehe da, dieselbe Karte ist dann im Winter. Vorausgesetzt, es sind für alle Gebäude die Texturen vorhanden, für die Bäume die Texturen vorhanden, dann sieht das Ganze natürlich gut aus. Ich habe das etwa als Gimmick verwendet, weil gelegentlich im Winter ganz einfach ein bisschen Stimmung zu bringen. Aber der nächste Winter kommt bestimmt, seien wir froh, dass jetzt Sommer ist. Ihr werdet es sehen, wenn wir uns mit City Skylines Karolinenburg in die nächste Advent- und Weihnachtszeit begeben, dann werde ich das sicher einmal verwenden. European Buildings Unlocker plus vice versa. Es steht hier deprecated, also ist möglicherweise funktioniert. Ja, angeblich funktioniert, muss es nicht mehr sein. Also man kann es mittlerweile auch ohne diesen Mod verwenden. Ich werde das da mal ausprobieren. Ich habe es jetzt bis vor kurzem installiert gehabt. Möglicherweise braucht man es wirklich nicht mehr. Ich lasse es einfach aktiviert, weil ich doch auch gewisse amerikanische Gebäude in meinem europäischen Stil verwenden möchte. Dasselbe wäre natürlich umgekehrt, würdet ihr gerne im amerikanischen Stil spielen, aber ihr möchtet ein paar europäische Gebäude dabei haben, dann war diese Mod früher unabdingbar, man musste sie verwenden. Extra Landscaping Tools, ja, es ermöglicht ganz einfach, dass es auch mittlerweile in-game gibt, aber mit diesem Tool ist es noch ein bisschen besser, ganz einfach. Man bekommt die Möglichkeit, sich einzustellen, ja, einen einstellbaren Baumpinsel zum Beispiel. Man kann das Wasser konfigurieren, ja, und man kann auch die Props konfigurieren. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig, diese Mod zu haben, weil es ist mittlerweile in-game eingebaut worden, aber ich verwende sie trotzdem noch sehr gerne und ja. Ich möchte mich davon nicht trennen, es kostet keine Ressourcen. Ich werde mal schauen, ob ich diese Mod früher oder später rausgeben werde, aber im Moment arbeite ich damit eigentlich sehr gerne. Extra Train Station Tracks, ja, es ermöglicht ganz einfach mehr Eisenbahnschienen, mehr Typen von Eisenbahnschienen im Spiel zu verwenden. Auch da bekommt man dann so ein kleines, so eine kleine Custom-Box, wo man dann einstellen kann, was man haben möchte und anhand dieser kann man sich das voreinstellen. Dann zieht man die Gleise und dann hat man diese Typen von Schienen, die man vorgewählt hat. Funktioniert auch sehr gut mit dem Catenary Replacer, den ich etwas weiter oben schon erklärt habe. Find It. Find It ist ein Must-Have-Mod für den Schönbau, denn wenn man weiß, wenn man weiß, wie das Gebäude heißt, findet es man noch viel leichter, aber man kann damit auch besser suchen. Das heißt, wenn man weiß, dass der Autor zum Beispiel XY heißt, kann man alleine nur anhand des oben eingeben XY und er zeigt mir alles, was damit zu tun hat. Sowohl Gebäude, die mit XY heißen, also der Name ist, aber auch vom Ersteller dieser Gebäude. Und somit findet man leichter seine Gebäude. Ein absolutes Must-Have für den Schönbau, finde ich, um ganz einfach Zeit zu sparen. Fine Road Anarchy, ich glaube, ich zeige euch diesen Screenshot und mehr muss ich euch dazu nicht sagen. Es ist damit möglich, eigentlich alle möglichen Sachen
mit den Straßen anzufangen. Dieses Bild ist, glaube ich, aussagekräftiger. Also wenn man will und man möchte hier so eine Achterbahn bauen, auch das ist damit möglich. Fine Road Tool ist in Ergänzung mit Fine Road Anarchy genau das, was man braucht, um Schönbau mit Straßen zu betreiben. Ich kann damit selbst absenken, erhöhen, ich kann Kurventypen bauen, die vom Spiel her nicht möglich sind. Ich kann einen Tunnelmod, ich kann jede Straße zu einem Tunnel machen und der Computer oder beziehungsweise diese Mod macht mir dann auch wirklich mit Aufschüttung der Erde und so eine wunderschöne Tunneleinfahrt und einen Tunnel aus und eine Tunnelausfahrt. Auch ein absolutes Must-Have für den Schönbau. Ja, First-Person-Camera-Mod. Diese Mod verwende ich eigentlich nur, um Screenshots zu machen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich kann damit auch in die First-Person gehen. Das heißt, ich kann eher mehr, wenn ihr mal schon gesehen habt, hin und wieder mache ich mal so Mitfahrten mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn. Und da verwende ich einfach diese Mod. Improved Content Manager. Ja, im Spiel der Content Manager ist jetzt nicht gerade der beste. Bloody Penguin hat diese Mod, also hat quasi diese Mod geschrieben und diesen Content Manager in-game etwas verbessert. Man kann. Sorry, ich muss. Stimme versagt, ich werde gleich einen Schluck Wasser trinken. Man kann danach filtern nach Name, man kann filtern nach Aktualisierung, man kann filtern nach abonnierten Objekten und so weiter und man findet ganz einfacher seine Assets und seine Mods wieder. Clyde Commons 1.1.2, das ist eigentlich nur ein Tool, dass wenn ihr gewisse Mods von Clyde 45 verwendet, zum Beispiel den Service Vehicle Manager, den Transport Line Manager, den verwende ich zum Beispiel, oder Addresses. Ich verwende den Transport Lines Manager und somit brauche ich dieses Tool dazu. Die hängen irgendwie zusammen, was genau im Hintergrund passiert. Ja, wie gesagt, kann ich nicht sagen, was da genau im Hintergrund passiert, warum genau diese Mod benötigt wird. Sie wird benötigt, ich habe sie aktiviert und mein Transport Lines Manager funktioniert einwandfrei. LOD-Toggler, ja, mit dem mache ich ganz einfach die Screenshots. Warum? Weil er ganz einfach die LOD-Distance so dermaßen verstärkt, dass in-game wirklich nur Screenshots möglich sind. Also mein System, wenn ich spielen würde oder wollen würde mit dieser Mod, absolute Diashow. Ich habe wirklich nur mehr 2 Frames pro Sekunde, aber dafür bekomme ich die Screenshots für die Thumbnails von meinen Videos zusammen. Steuerung Punkt übrigens aktiviert diese Mod. Larger Footprints, ja, was ist damit möglich? Es ist damit möglich, ganz einfach größere Gebäude im Editor zu bauen. Mittlerweile ist diese Mod ja auch integriert worden in dem spieleigenen Editor, aber es gibt einige Gebäude, die wurden mit dem erstellt und die brauchen auch wieder diese Mod, sonst funktioniert das leider nicht. Darum habe ich es immer noch aktiviert. Less Steam, ein absolutes Must-Have. Leute, wenn ihr das noch nicht habt, dieses Programm braucht ihr. Wenn ihr in-game seid oder nicht in-game seid, wenn ihr mal im Menü seid, bevor ihr sagt neues Spiel, Spiel laden oder was auch immer, habt ihr ja rechts eine Auswahl aller Steam Workshop Objekte. Das zieht immens Ressourcen beim Start des Spiels, beziehungsweise überhaupt einmal beim Vorladen des Spiels, bevor ihr überhaupt in dieses Menü hineinkommt. Also bevor ihr überhaupt in das Hauptmenü hineinkommt, zieht das immens Performance. Ohne den passiert diese Abfrage, die im Hintergrund stattfindet. Was auch hier genau der Prozess ist, kann ich euch nicht sagen. Es ist, so viel ich mitbekommen habe, passiert da irgendeine Abfrage im Hintergrund und Less Steam verhindert diese Abfrage und somit habt ihr im Hauptmenü einmal eine viel bessere Ladezeit, um ins Hauptmenü zu kommen. Loading Screen Mod, dasselbe wie zur vorigen, Leute, das ist ein absolutes Must-Have. Es verringert die Ladezeiten immens. Wer dieses noch nicht hat, testet es und ihr werdet sehen, ihr habt Ladezeiten, die ihr noch nie gehabt habt. Mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Metro Overhaul Mod, ja, es ist eine Mod in Zusammenarbeit, glaube ich, von, damit ich es jetzt richtig sage, ja, von Bloody Penguin, von Lazarus Man, von Biskuitlhausen und Tim the Terrible. Die haben ganz einfach die Metro, die U-Bahnen
richtig ins Spiel integriert, weil die Original-U-Bahnen sind ja wirklich, ihr wisst ja selbst, und mit dieser Mod habt ihr die Möglichkeit, ein richtiges neues Transportsystem dazu aufzubauen. Die ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass ihr ganze neue Typen von U-Bahnhöfen habt. Ihr seht hier zum Beispiel diesen Inselplattform-Typ der U-Bahn. Ihr könnt die U-Bahnen oberirdisch fahren lassen. Ihr könnt verschieden wählen zwischen verschiedenen Typen von Gleistypen, also etwas diese alten Versionen hier oder die neueren Versionen, wo habe ich dieses Bild jetzt gehabt, diese neueren Versionen, ein absolutes Must-Have für den Schönbau, ist jetzt nicht gerade, sage ich jetzt mal, ressourcenschonend ist es schon noch, aber die Mod hat um die 75 Megabyte und somit, ja, und auch natürlich hier beachtet, solltet ihr die Mod verwendet haben, es kann sein, dass euer Savegame dann damit zerstört wird. Ich verwende sie eigentlich seit Metro Overhaul Mod heraus ist, verwende ich sie. Ich hatte noch nie Probleme damit. Ein bisschen eine Eingewöhnungsphase, weil man umdenken muss. Ansonsten ein absolutes Must-Have für den Schönbau, finde ich, wenn man U-Bahnen auch in die Stadt besser integrieren möchte. Mod Achievement Enabler. Ja, Leute, das ist jetzt eine Mod, die ermöglicht, wenn ihr mit Mods in-game spielt, dann habt ihr ja nicht die Möglichkeit, eure Achievements freizuschalten. Diese Mod umgeht das. Ja, wenn jetzt einer sagt, das ist Cheaten, möglicherweise, aber ich kann das normale City Skylines nicht mehr spielen, dass ich sage, ich gehe jetzt auf die Achievements. Ich will Achievements haben, weil sie sind dabei. Ich freue mich, wenn ich wieder mal eins bekomme, aber nur Vanilla City Skylines spielen, damit ich Achievements freischalten kann, das ist keine Option mehr für mich. City Skylines ohne Mods und ohne Assets funktioniert für mich nicht mehr. Deswegen habe ich mir einfach diesen Mod aktiviert. Beziehungsweise, wenn ihr ihn haben wollt, weil ihr ihn noch nicht habt, ihr müsst euch da ein bisschen einlesen, wie ihr diese Mod aktiviert. Es ist nicht ganz einfach beim ersten Mal, aber wenn ihr es einmal heraus habt, dann funktioniert es recht einfach. Ja, Nursing Homes for Senior Citizens, eine Mod, die einfach ganz einfach eine neue Type im Spiel integriert. Und zwar, die Pensionisten gehen in sogenannte Pensionistenwohnhäuser oder in Pensionistenheime und sie sind dann, man sieht es hier auf dem Bild etwas schöner, also hier sind Pensionisten überall und hier ziehen sie eigentlich in die eigens dafür ausgewiesenen Gebäude. Es gibt eigens dafür ausgewiesene Gebäude, damit die Pensionisten quasi in ihre Pflegehäuser hineinziehen und so wieder freie Plätze in den Städten schaffen. Ich finde das als nettes Gimmick, es funktioniert recht gut, ich spiele eigentlich auch schon, seit es diese Mod gibt, seit Anfang an dieser Mod, spiele ich damit schon und ich bin eigentlich recht zufrieden. More Beautification, ja, es ermöglicht ganz einfach die ganzen Props, die man eigentlich kennt aus dem Editor, im Spiel zu verwenden. Mehr ist es nicht. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. More Flags von Bloody Penguin ist ganz einfach, damit ich zum Beispiel habe ja die österreichische Fahne, man sieht sie hier in diesem Bild, und ohne dieser More Flags Mod würde es einfach nicht sein, würde es einfach nicht funktionieren, dass ich die österreichische Fahne in-game habe. Deswegen habe ich es, weil ich einfach österreichische Fahnen haben möchte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, auch hier More Train Tracks, wieder dasselbe wie das, was ich euch oben gezeigt habe. Eine verschiedene Anzahl an Typen von Gleisen. Auch hier wieder mit einer kleinen Modbox rechts unten kann man die Typen wieder umstellen, einstellen, was man haben möchte, wie man es haben möchte und dann einfach ziehen, so wie man es gewohnt ist und man hat diese Type von Schienen. Move it! Ja, wer kennt die Mod noch nicht, der zeigt jetzt bitte auf. Danke, deinstallier City Skylines, du brauchst es nicht mehr spielen. Nein Leute, das war jetzt keine Beleidigung sein. Move it ist das Must-Have für City Skylines. Warum? Ich kann damit nahezu alles verändern. Mittlerweile hat die Mod sogar ein Update bekommen, indem ich mir sogar gespeicherte, also ich kann ja gewisse Objekte, Nodes, was kann ich alles? Nodes, Props, Trees, Gebäude. Ich kann dieses alles markieren. Und wenn ich das markiert habe, kann ich es mittlerweile exportieren in eine Datei. Und wenn ich es in einem anderen Spiel haben möchte, kann ich das Ganze importieren. Und ich habe es in-game. Das, was ich vorher gehabt habe. Wenn ihr mein Video gesehen habt,
das letzte, das Video 96, wo ich die Autobahnen gebaut habe. Aufmerksame Seher werden es gemerkt haben, ich habe es bereits schon verwendet, um den Hauptanschluss in unsere große Stadteinfahrt, den habe ich mir vorher zurecht, sage ich jetzt mal, gebastelt, gespeichert und dann in-game gleich ausprobiert, ob das funktioniert. Es ist einfach nur ein absolutes Must-Have. Network Extensions 2, ja, bringt ganz einfach mehr Straßentypen in-game. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Und die Tunnel natürlich, mittlerweile wurde durch diese Mod auch die Tunnel verbessert. Leider noch nicht die Eisenbahntunnel. Aber alle anderen Tunnel haben jetzt also quasi eine Textur, das heißt wunderschöne Straßentunnel, so wie man sie kennt aus der Realität sozusagen. Network Skins. Was ist damit möglich? Ich kann damit einstellen, welche Bäume ich haben möchte, welche Straßenlaternen ich haben möchte. Ich kann damit auch einstellen, welche Brückenpfeiler ich haben möchte. Auch hier ein absolutes Must-Have für Schönbauer. Ja, Network Tiling ist eine Mod, die wird benötigt, um gewisse Mods und Assets von Ronix 69 zu verwenden. Das ist auch so eine Core-Mod quasi. Diese Mod benötigt man, um dann seine anderen Projekte, die er hat, verwenden zu können. Absolutes Must-Have, wenn man eine seiner Network-Sachen verwenden will. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. New Roads for Network Extensions 2. Auch hier wieder neue Straßen. Angeblich verursachen die Probleme, im Moment Probleme. Möglicherweise werden sie auch nicht mehr geupdatet. Ich kann dazu jetzt nicht wirklich etwas sagen. Allerdings, ich verwende sie im Mod und ich habe noch keine Probleme damit bekommen. Also, es ist kein absolutes Must-Have. Wenn ihr einfach ein paar mehr Straßentypen haben wollt, dann nehmt es einfach dazu. No Abandonment, so wie der Name schon sagt, es gibt keine verlassenen Häuser. Das heißt, baut ihr Fabriksgebäude, baut ihr Häuser und es sind nicht genug Leute da, die einziehen wollen oder arbeiten wollen, dann werden ja normalerweise die Gebäude verlassen. Mit dieser Mod wird das Ganze umgangen und ihr habt quasi immer schön aussehende Gebäude. No More Purple Pollution, Brown Grass, also sprich, wenn ich in der Nähe Fabriksgebäude habe, dann würde ja das Gras und die Bäume würden vertrocknen und würden so ein braunes, unangenehm aussehendes Objekt geben, das verhindert die Mod ganz einfach. Dasselbe No Radioactive Desert, wenn ihr zum Beispiel Atomkraftwerke habt oder auch diese, auch hier wieder diese violette Farbe, wenn ihr zu viel Industriegebiete habt, dann habt ihr eine Bodenverschmutzung, das wird gezeigt in Violett und auch das verhindert diese Mod. Ja, No Seagulls, so wie der Name schon sagt, ich hasse diese Möwen im Spiel und damit verschwinden sie. Mehr gibt es dazu auch einfach nicht zu sagen. No Pillars Mod ist eine Mod, die erstellt wurde, um einfach Straßen zu bauen ohne Brückenpfeiler. Somit kann man verschiedene Typen machen bzw. verschiedene Typen bauen von Straßen-Schienen-Kombinationen, Straßen-Straßen-Kombinationen. Ja, ein Must-Have für den Schönbau. Wenn ihr es benötigt, ich kann es empfehlen, also ich verwende es oft, aber meistens auch so, dass ich sage, ich muss jetzt nicht unbedingt verwenden. Ja, zeitweise verwende ich es nicht. Ich sage jetzt nicht unbedingt ein Must-Have für den Schönbau, aber es hilft schon das eine oder andere Mal. Not so unique building, ja, ich habe damit die Möglichkeit, unique buildings ganz einfach so, wie es hier seht, wenn ich 4 Eiffeltürme haben will, dann kann ich mir 4 Eiffeltürme bauen. Das heißt, jedes unique Objekt, das normalerweise, wenn ihr es einmal gebaut habt, gesperrt wird, wird mit dieser Mod eigentlich so oft ihr wollt zu bauen sein. One-Way Train Tracks, so wie der Name schon sagt, es sind im Spiel integriert Einbahn-Schienengleise oder Zwei-Wege-Einbahn-Schienengleise. Wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Also sprich, ihr könnt machen ein Gleis in die rechte Richtung, ein Gleis in die linke Richtung oder ihr könnt euch machen eingleisig in beide Richtungen. Mehr gibt es dazu auch nicht zu erklären. Pause und Load, ja, ich verwende diese Mod schon seit sie es gibt. Wenn ich ins Spiel hineingehe, zum Beispiel meistens vor meinen Let's Plays, wenn ich mir noch schnell was zu trinken hole, bevor ich meine Let's Plays starte oder so und ich lasse die Ladezeit ein bisschen vorarbeiten, aber es geht dann ins Spiel hinein, dann ist es immer auf dem aktuellen Punkt, wo ich gespeichert habe,
im Pausemodus und ich kann dort weitermachen, quasi wo ich aufgehört habe. Block the Growables, ja, alle Gebäude, die eigentlich über ausgewiesene Zonen wachsen oder entstehen können, die könnt ihr jetzt mit Block the Growables selbst bauen. Absolutes Must-Have für den Städteschönbau. Blobable Asphalt, auch hier werdet ihr schon gesehen haben, ich verwende diese Mod eigentlich sehr gerne, um zum Beispiel an den Kreuzungen die Schutzwege zu entfernen, beziehungsweise auch um selbst Bodenmarkierungen platzieren zu können. Dann verwende ich ganz einfach ja, entweder Asphalt, die Wiese habe ich noch nicht so oft verwendet, das gibt es auch als Wiese, aber ich verwende das ganz einfach recht oft. Precision Engineering, ja, gibt es mittlerweile in-game im Spiel, aber das bietet doch noch ein bisschen mehr Optionen, sage ich jetzt mal. Ich verwende es zeitweise, wirklich nur zeitweise, weil das von in-game im Spiel ja doch etwas besser, ja, wie soll man sagen, im Spiel gibt es die Mod, die ist integriert. Ich habe es gar nicht, noch nicht ausprobiert, ob sie jetzt so wirklich notwendig ist oder nicht. Ich habe sie einfach noch immer installiert und wenn ich sie benötige, verwende ich sie einfach. Ja, Prefab Hook Mod Dependency, eine Mod, die für gewisse Mods auch von Bowformer seinen Mods, die er erstellt hat, verwendet wird. Sie ist empfohlen. Es gibt Mods, die explizit darauf hinweisen, dass man sie benötigt. Deswegen habe ich sie aktiviert. Procedural Objects, ja, auch ein absolutes Must-Have, ist relativ neu, diese Mod, wird auch kontinuierlich weiterentwickelt bzw. Verbessert und bekommt eigentlich sehr oft ein Update, auch ein absolutes Must-Have für den Schönbau. Prop and Tree Anarchy, ja, wie der Name schon sagt, es ist alles möglich, ich kann Props und Trees platzieren, wo ich möchte. Lasst mich mal kurz einen Schluck trinken. So. Prop Line Tool, ja, ich habe damit die Möglichkeit, Zäune zu bauen, Hecken zu bauen. Ja, eigentlich alles kann ich mit diesem Tool an Props aneinander rein. Ja, wenn ich will, könnte ich lauter Container in eine Reihe bringen, ich kann Zäune in eine Reihe bringen, ich kann Buschwerk auf Formen konstruieren, ich kann Laternen auf Formen konstruieren. Es ist einfach alles möglich mit dieser Prop Line Tool. Ja, Proposition, das gehört zur Propline Tool dazu, ganz einfach damit die Kanten, damit die Ecken, die Abschlüsse besser aneinander snappen und anschließen. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Prop Remover, ja, wen stören Sie nicht? Diese wunderbaren Eistüten oder diese Clownsköpfe oder sonstiges Gedöns, das irgendwo auf Werbegebäuden drauf ist oder auf Commercials drauf ist. Mit dieser Mod kann man sie entfernen. Prop Snapping ermöglicht Props auch hier nicht nur auf dem Boden zu platzieren, sondern auch auf Gebäuden. Ihr werdet es schon gesehen haben, die einen oder anderen, die mein Video gesehen haben mit dem Eisenbahn, dem Siemenswerk, das ich gebaut habe, mit dieser Lok- und Waggonfabrik. Da habe ich ja dieses Siemens-Logo auf die Gebäude platziert und das ist ohne dieser Mod nicht möglich. Ja, Prop It Up, dazu möchte ich gar nicht viel dazu erzählen. Es gibt ein Tutorial, ihr findet es auf meinem Kanal. Da wird genau erklärt, was man damit alles machen kann. Es ist meiner Meinung nach ein absolutes Must-Have für den Schönbau. Ja, Prop Rotating Params, das wird eine Mod sein, oder das ist besser gesagt eine Mod, die für gewisse Mods wieder verwendet werden müssen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Mod und Asset Creator, glaube ich, benötigen diese Mod für ihre Gebäude. Was genau sie tut, kann ich euch nicht sagen. Sie wird für gewisse Sachen verwendet, weil es gibt Verknüpfungen, die sagen, du benötigst das. Deswegen habe ich es ganz einfach aktiviert. Key Anarchy, ja, ganz einfach. Alle Keys, die man im Spiel bauen kann, kann man dazu verwenden, Abschlüsse für Straßen zum Beispiel zu bauen. So wie ihr es hier seht, es ist alles möglich. Es muss nicht immer ein Wasser in der Nähe sein, sondern ich kann damit auch so, ja, so Abgrenzungen zwischen Straßen und tunnelartigen Autobahneinfahrten zum Beispiel jetzt zu machen.
Ragnarok. Ja, das ist eine fantastische Mod. Mit dieser Mod kann man nämlich die ganzen Katastrophen, die ganzen Naturkatastrophen, die es in-game gibt, deaktivieren. Auch die lästigen Waldbrände und auch die lästigen Feuer, die entstehen können in der Stadt. Warum betone ich das jetzt so? Weil mir schon mal die ganze Stadt abgebrannt ist, nachdem ich die Mod einfach deabonniert habe. Ist die Mod nämlich deabonniert, brennt dann wieder plötzlich alles. Beziehungsweise man passt nicht auf und plötzlich steht die halbe Stadt in Flammen. Es gibt dazu in einem Video von mir, habe ich das euch kurz gezeigt, was rund ums AKH passiert ist. Das war ja nahezu das gesamte Krankenhaus ist abgebrannt mit den gesamten Bäumen und so weiter. Ich mag die Mod. Ich verwende sie, ich kann mir es gar nicht vorstellen, weil wie gesagt, ich baue schön und ich will nicht, dass meine Stadt abbrennt, deswegen habe ich sie einfach aktiviert. Random Tree Rotation, ja, wenn ihr Bäume baut und ihr platziert sie und ihr fahrt damit über die Straße, dann oder in die Straße übers Gelände, dann drehen sich die Bäume so lange, bis ihr sie platziert habt, um ganz einfach ein bisschen eine Abwechslung der Bäume in-game zu bekommen. Relight, auch das ist eine Mod, die verwendet wird von gewissen anderen Mods oder Assets. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn es euch interessiert, lest es euch bitte durch. Ich habe die Mod aktiviert, weil es ganz einfach eine Verknüpfung dazu gegeben hat, dass diese Mod aktiviert sein muss bei einem Gebäude, bei einer Mod und deswegen habe ich sie gemacht. Beziehungsweise abonniert. Remove Need for Pipes, ja, wie der Name schon sagt, ein absolutes Must-Have für den Schönbau. Ich muss keine Wasserleitungen mehr setzen. Es reicht, wenn man sieht es hier auf diesem Bild recht gut, ich baue zum Beispiel ein Pumpenwerk, dann mache ich einen kurzen Kanalanschluss oder einen kurzen Rohranschluss und das war's, das Objekt ist verwendet und die gesamte Stadt bekommt Wasser, ohne dass ich diese lästigen Rohre ziehen muss. Spart einerseits Segments und Nodes, andererseits, wenn man schön bauen will, will ich jetzt nicht unbedingt darauf achten, ah, die haben halt kein Wasser, ah, die haben keinen Kanalanschluss, oh mein Gott. Das ist einfach für mich absolutes, ja, Must-Have, diese Mod. Dasselbe gibt es natürlich auch für Stromleitungen, Remove Need for Pipes, genau wie der Name schon sagt, ich benötige keine Stromleitungen, keine Überlandleitungen. Remove Road Props, ja, diese Mod, ich kann sie nur empfehlen für alle, die... Man sieht hier auf der Straße, es ist nichts mehr. Ihr werdet schon gesehen haben... Es gibt gelegentlich Straßen mit Hydranten, mit Parkautomaten, mit Wegweisern, mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die mag ich einfach nicht und mit dieser Mod sind sie deaktiviert. Absolutes Must-Have für den Schönbau bzw. wenn ihr selbst eure Straßen gestalten möchtet. Remove Street Arrows. Auch hier, wie der Name schon sagt, ihr habt ja prinzipiell bei jeder Kreuzung habt ihr diese Pfeile. Mit Remove Street Arrows habt ihr sie nicht und könnt dann selbst eure Kreuzungen, damit verfeinern. Dasselbe auch für diese Straßenbahnpfeile, die Straßenbahngleise, auch die haben dann diese lästigen Pfeile, diese komisch durchsichtigen Pfeile da nicht mehr. Für mich ein absolutes Must-Have-Mod. Wenn ihr sie verwenden wollt, müsst ihr selbst entscheiden, wie wichtig sie für euch ist. Rush Hour ist, wie der Name schon sagt, eine Mod, mit der man die Rush Hour im Verkehr zum Beispiel simulieren kann, aber nicht nur das, man kann damit noch viel mehr machen. Die Mod bringt eine verbesserte Intelligenz für parkende Fahrzeuge und was noch gut ist bei dieser Mod ist, ich kann einstellen, von wann bis wann die Schule geht, von wann bis wann die Leute arbeiten gehen und somit habe ich wirklich keine Schulkinder um 2 Uhr morgens in der Schule sitzen, sondern wirklich nur, wenn ich will, von 8 bis 15 Uhr. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich liebe diese Mod. Sie ist Gott sei Dank immer auf dem neuesten Stand, verursacht keine Probleme. Für mich ist sie ein absolutes Must-Have, weil wenn ich zeitweise doch mir meine Stadt ansehe und ein bisschen mit Zeitveränderung spiele, also sprich mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dann ist es einfach viel schöner, wenn man sieht, wie die Leute zu den Verkehrsmitteln strömen, in die Straßenbahnen einsteigen, in die S-Bahn einsteigen, zu den Schulen, zu den Arbeitsplätzen fahren und natürlich am Nachmittag, am Abend wieder nach Hause. Ja, die nächste Mod Sharp Textures ist eine Mod, die ganz einfach die Texturen etwas verschönert. Man sieht es ja gut, etwas weiter nach draußen sind die Texturen unscharf. Mit dieser Mod sind sie einfach etwas schärfer und klarer dargestellt.
Spawn Points Fix ist eine Mod, die verwendet wird, um gewisse Bahnhöfe, damit gewisse Bahnhöfe wieder, beziehungsweise damit gewisse Bahnhöfe funktionieren. Wie sehr die Mod jetzt noch benötigt wird, kann ich euch nicht sagen. Ja, das weiß ich nicht. Aber, also doch, sie wird dennoch gebraucht, ja, also auch für Metro Overhaul Mod, damit das Ganze dann funktioniert scheinbar. Ja, was genau die Mod jetzt wirklich, wie genau die Mod jetzt wirklich funktioniert, kann ich euch auch nicht sagen. Ich benötige sie, weil auch hier eine Verknüpfung zu dieser Mod war, die gesagt hat, du brauchst das, wenn du meinen Bahnhof nutzt, brauchst du Spawn Points fix und das habe ich, deswegen habe ich es aktiviert. Super Demand, was gibt es dazu zu sagen? Ganz einfach, ihr seht es hier unten. Es sind Residential, Commercial, Industrial, alle drei Erfordernisse oder alle drei Bedürfnisse sind immer auf der höchsten Stufe. Somit habt ihr nie das Problem, dass wenn ihr Bürogebäude baut oder wenn ihr Industriegebäude baut, dann die nicht besetzt werden, weil kein Bedarf da ist. So habt ihr immer 100% Bedarf. Ich liebe diese Mod, ich habe sie immer aktiv, somit sind sofort, wenn ich was baue, ist sofort in Betrieb. Mir gefällt das und ich kann es nur empfehlen. Ja, Surface Painter, ich glaube, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Ihr seht ja selbst, wie oft ich es verwende. Es ist damit möglich, ganz einfach die Texturen im Spiel zu ändern. Ich kann damit Grasflächen erstellen, ich kann damit Betonflächen erstellen, was das Herz begehrt. Surface Painter, absolutes Must-Have für den Schönbau. Ja, das ist dieses The Metropolitan Soundpack. Das ist dieses Soundpack, was ich euch am Anfang von Ambient Sound Tuner gezeigt habe. Es bringt ganz einfach verschiedene Geräusche in die Stadt dazu und ersetzt damit die original in-game Hintergrundgeräusche. Traffic Manager President Edition, auch da glaube ich, brauche ich nichts dazu erklären. Wer diese Mod nicht kennt, kennt City Skylines nicht hundertprozentig. Ein absolutes Must-Have. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es zieht angeblich viel Ressourcen. Bis jetzt ist es mir noch nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich noch keine so großen Straßen, noch keine so großen Städte gebaut habe. Ich liebe dieses Traffic Manager Tool. Es ist das Beste, das es gibt. Es gab ja schon mal ein anderes, aber Linux-Fan pflegt dieses Tool. Er kontinuierlich Verbesserungen und Updates verpasst er diesem Tool. Absolutes Must-Have. Train and Train Stations Converter. Ja, dieses Tool wird verwendet, um im Metro Overhaul Mod U-Bahn-Stationen zu verwenden. Was kann ich damit machen? Ich kann mit diesem Converter vorhandene S-Bahn oder Bahnstationen zu U-Bahn-Stationen umändern. Genauso kann ich aber auch U-Bahn-Stationen in S-Bahn-Stationen umändern. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich glaube, der Name spricht schon für sich. Transport Line Rendering Fix, das wird benötigt, um U-Bahn-Linien unterirdisch und aber auch oberirdisch anzuzeigen. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen, ihr benötigt es wirklich nur, wenn ihr mit Metro Overhaul Mod arbeitet. Transport Lines Manager Reborn 9.0.2, es ist das Tool schlechthin für den öffentlichen Personennahverkehr. Ich kann damit einstellen, wie meine Linie heißen soll, welche Farbe hat meine Linie, wie viele Züge möchte ich um welche Uhrzeit fahren lassen, welche Bustype, welche Straßenbahntype, welche U-Bahn, welche S-Bahntype möchte ich damit spawnen lassen und über meine Stadtstraßen fahren lassen. Ja, dazu gibt es auch nicht mehr zu erzählen. Ich kann es nur empfehlen, es ist jetzt nicht unbedingt ein absolutes Must-Have. Ich kann es nur empfehlen, ich liebe dieses Tool. Man hat zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn man sich eine Linie anzeigen lässt, dann bekommt man so eine Art Linienplan, den man eigentlich aus der Realität auch kennt. Tree LOD Fix, ja, wenn ihr Bäume habt und jeder hat Bäume in seiner Stadt und ihr zoomt etwas weiter hinaus, dann verschwinden diese Bäume und werden hässlich. Mit diesem Tree LOD Fix, ohne dass die Performance nach unten geht, bleiben die Bäume aber trotzdem schön. Man sieht es hier, Low Vanilla, ich versuche das mal ein bisschen schöner zu machen, ich hoffe ihr seht das jetzt wieder. Also Low Vanilla sieht das Ganze so aus, je stärker ihr das einstellt, umso schöner habt ihr die Bäume und die Sträucher in eurer Stadt, wenn ihr weiter rauszoomt. Tree Movement Control, ja, ihr kennt das doch, wenn ihr einen Baum setzt oder wenn ihr Bäume zusteht, die bewegen sich im Wind hin und her, zieht Ressourcen.
dank Tree Movement Control deaktivieren das Ganze, die Bäume bleiben ruhig und ich finde, es ändert ein bisschen die Performance ins Positive des Spiels. Ultimate Eye Candy, ein absolutes Must-Have für Screenshots. Auch hier, man kann was kann man denn hier alles machen, damit ich es genauer sage. Man kann Presets einstellen, wie die Beleuchtung sein soll. Man kann Farbkorrekturen damit in-game sofort laden. Man kann damit einstellen, wo die Sonne aufgehen soll, wo die Sonne untergehen soll. Man kann einstellen die Uhrzeit in-game, wie sich die Zeit im Spiel verhält. Also sprich, vergeht sie schneller, vergeht sie langsamer. Man kann mit dieser Mod eigentlich nahezu einen realistischen Tagesablauf simulieren. Also ich will jetzt nicht genau sagen, dass eine Minute in-game, eine Minute in Echtzeit ist. So gut kann man es nicht einstellen, aber man bekommt schon ungefähr hin, dass, sage ich jetzt mal, ja, so 5 Minuten in-game so ungefähr 2 Minuten Real-Life sind. Also man kann schon recht gut einen Tagesablauf simulieren, wenn man das denn möchte. Unlimited Outside Connections, ja, wie der Name schon sagt, ein Tool, mit dem ich unendlich viele Outside Connections erstellen kann. Ihr werdet es gesehen haben auf meiner Karte, ich glaube, nur 2 Autobahnen, also insgesamt glaube ich 4, zweimal kann man die Autobahn aus der Stadt rausschicken und zweimal kann man Züge aus der Stadt rausschicken. Mit diesem Tool kann man so viel Straßen wie möglich man will, was das Herz begehrt, kann man aus einer Stadt rausschicken, um neue Wege, quasi neue Verbindungen zu erstellen, um neue Transport, also neue Abnehmer, neue Städte zu erschließen, die dann in weiterer Folge die Produkte ja kaufen. Falls ihr schon mal das Problem gehabt habt, zu wenig Käufer für Produkte, mit diesem Tool kann man das eigentlich recht gut umgehen, weil mehr Anschlüsse aus der Stadt hinaus bedeuten mehr Abnehmer von den Waren. Unlimited Trees Mod, wie der Name schon sagt, es ist möglich, nahezu unendlich viele Bäume zu setzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es sind unendlich viele Bäume. Auch hier ist es beschränkt um die 2 Millionen circa, so wie es hier unten in der Beschreibung steht. Ich glaube, es sind 1,7 Millionen Bäume, die man setzen kann. Und dann auch hier ist dann ein Limit. Ja, das ist jetzt dieses Script, das ich erstellt habe. Das sind die Wiener Straßennamen, wo ihr eben die Mod, den Custom Name List Mod dazu benötigt, einfach beide Mods aktivieren und ihr habt alle 4500 Straßennamen der, ja, wie soll man sagen, 4500 Straßennamen der Wiener Stadt, der Bezirke und so weiter. Winter Buildings Unlocker und vice versa. Auch diese Mod ist, ja, wie soll man sagen, es gibt ja Winterteams und es gibt Sommerteams. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, alle Gebäude haben möchtet, also sprich auch im Sommer ein Schneepflugdepot haben möchtet, dann könnt ihr es mit dieser Mod quasi aktivieren oder auch die Sauna, glaube ich. Saunas sind, glaube ich, auch nur auf Winterkarten aktiv, aber mit dieser Mod könnt ihr auch eine Sauna in euren Sommerstädten bauen. Workshop Rico Settings, wie der Name schon sagt, es ist Rico, Residential, Industrial, Commercial and Other. Ich glaube, ich weiß nicht, was das O jetzt genau bedeutet. Und ihr habt damit ganz einfach die Möglichkeit, alle Rico-Objekte, die im Workshop zu abonnieren sind, damit zu benutzen. Das ist das neueste Mitglied auf der Liste, das Parallel Road Tool. Das ermöglicht ganz einfach, ist noch relativ neu. Ihr könnt damit parallel die Straßen ziehen. Auch in meinem letzten Video werdet ihr es gesehen haben, da habe ich es schon eifrig genutzt. Es funktioniert auch wirklich recht gut, weil ich kann wirklich gleich die eine Straßenseite die Autobahn in diese Richtung machen und gleich daneben setzt er mir die Autobahn parallel dazu, völlig auf der gleichen Höhe in die andere Richtung. Es ist zwar hier unten noch Beta und der Ersteller dieser Mod sagt zwar noch, es ist halt noch nicht stabil und kann unstabil sein und was auch immer, aber ich hatte bis jetzt noch keine Probleme und auch in-game noch kein defektes Safe-Game oder sonstiges. Diese Mod ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn sie dann einmal aus dem Beta-Status heraus ist, kann ich sie auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ihr sie schon haben möchtet, ihr könnt sie im Moment bedenkenlos installieren. Also ich hatte keine Probleme damit. So ihr Lieben, das war's. 97 Mods von unserer
City Skylines Let's Play Let's Design Karolinenburg statt. Ich möchte euch jetzt dann noch einladen, dabei zu sein, wenn ich euch die Grafik-Settings und mein Computersystem vorstelle. Ja, das heißt, wir sehen uns jetzt gleich wieder bei City Skylines Ingame. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Modliste etwas anfangen. Ich gebe nur Empfehlungen ab, ihr müsst sie nicht installieren. Wenn ihr etwas noch nicht gekannt habt, testet es, wenn ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel zu dem einen oder anderen Mod eine genauere Beschreibung haben möchtet, vielleicht ein kleines Tutorial sehen möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, bitte nicht darauf warten, dass es dann in den nächsten 14 Tagen kommt. Ich werde mir natürlich Mühe geben, wenn ihr Interesse habt, das eine oder andere Mod besser kennenzulernen, dann werde ich natürlich, wenn ihr den Bedarf habt, ein Tutorial davon machen. Jetzt sehen wir uns gleich wieder nach dem Schnitt bei City Skylines. Willkommen zurück in Karolinenburg. Ja, ich habe euch jetzt am Anfang einen kleinen Screenshot eingeblendet vom Loading Screen Mod, damit ihr seht, ich benutze aktuell 4800 Assets bei 97 Mods und 32 GB Arbeitsspeicher. Ich möchte euch jetzt auch ganz kurz gleich mein System verraten. Ich blende euch das jetzt ein. Ihr solltet es jetzt hier links oben sehen. Und zwar, ich benutze einen Intel Pentium i7 4790K, aktuell übertaktet auf 4,6 GHz, 32 GB Arbeitsspeicher und einer Nvidia GeForce 89 Ti. Ja, das ist eigentlich im Moment noch akzeptabel, weil wenn ihr jetzt so zuseht in der Stadt, es rennt recht flüssig, es macht beim Bauen Spaß, es macht beim Spielen Spaß. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz die Grafik-Settings zeigen, weil auch die waren ja einmal verlangt. Jetzt habe ich mich gerade selbst aus dem Bild geschmissen. Und zwar das erste Mal, dass ich richtig Escape drücke, ohne mich dauernd zu verdrücken. Ja, Grafik-Settings, Breitband 16:9, bei einer Auflösung von 1920x1080, Vollbild. Vertikale Synchronisation ist natürlich auf Nicht-Synchronisieren geschalten. Als Farbkorrektur verwende ich die Realistic Version 1.2. Die Tiefenschärfe-Typ ist auf hoch, aber der Tiefenschärfe-Höhe-Regler ist ganz nach unten. Der Filmkornbetrag-Regler ist auch ganz unten. Schattenqualität niedrig. Es muss nicht viel Schatten sein, Leute. Schatten ziehen immens Frames und ja, also meine Screenshots gefallen mir, meine Videos, sage ich jetzt mal, gefallen euch hoffentlich auch, und da ist es jetzt nicht wichtig, wie die Größe und die Länge des Schattens ist in dem Fall jetzt nicht entscheidend. Texturqualität ist auf hoch gestellt, die Teilstufe ist auf sehr hoch gestellt, das Anti-Aliasing ist aktiviert, die anisotropische Filterung ist aktiviert und auch hier die Schattenlänge ist sehr kurz. Ja, und dann fehlt nur noch eines, und zwar zeige ich euch die Auflösung der Dynamic Resolution. Hoppla, jetzt habe ich mich verdrückt. Und zwar habe ich das Ganze auf 300% eingestellt, ohne dass ich hier einen Haken gesetzt habe. Ich habe aktuell 12 Frames, aber es reicht vollkommen. Wie gesagt, bei dem Spiel, jetzt ist die Kirche im Weg, bei dem Spiel sind nicht die Frames entscheidend, sondern bei diesem Spiel ist massivst die CPU entscheidend. Was kann sie alles berechnen, in welcher Zeit kann sie das berechnen? Sicher würde meinem System eine bessere Grafikkarte nicht schaden, aber im Moment möchte ich mir eigentlich noch keine kaufen, weil ihr werdet das vielleicht mitbekommen haben, die Grafikkartenpreise sind im Moment einfach viel zu teuer, weil es ja, ich will jetzt nicht sagen Missbrauch damit betrieben wurde, aber weil ja so viel gemeint haben, sie müssen auf den Mining-Hype aufspringen, und somit ist für uns Gamer eigentlich die Grafikkarten im Moment viel zu teuer. Ja, ihr Lieben, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, für euch dieses Video zu erstellen. Ich würde mich, wenn es euch gefallen hat, wie immer über einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design City Skylines oder vielleicht auch zum nächsten Mal eines neuen Tutorials oder eines neuen Info- oder Service-Videos. Servus!